Nicht alle Banken haben aus ihren Fehlern in der Krise gelernt. Und die Politik? Es gibt durchaus Versuche, den Zockern im Finanzsektor das Handwerk zu erschweren. Aber wenn man mal genauer hinschaut, sieht man, schon bei der Forderung nach mehr Eigenkapital und damit weniger Risiko für uns Steuerzahler passiert in Wirklichkeit herzlich wenig. Gilt auch für Herrn Schäuble. Wenn man so mit solchen Parolen, so populistisch an einem solchen Tage Dinge kommentiert, ist das unverantwortlich. Ich weiß auch, dass viele denken, es müsste nun ein Ende mit zusätzlichen Regulierungen sein. Ich sehe das nicht. Es kann nicht sein, dass sich jemand hinstellt und sagt, die Banken umgehen immer noch die Regeln. Da ist richtig Zoff in der Bude. Die Stimmung zwischen Politik und Banken ist auf dem Nullpunkt. So scheint es. Aber Herr Schäuble leistet sich öffentliche Konflikte mit der Deutschen Bank. Das gibt ihm politisch den Spielraum, um dann, wenn es wirklich ums Geld geht, weiterhin brav der Deutschen Bank zu dienen. Man tut den Banken nicht weh. Man tut so, als würde man ihnen wehtun. In der Öffentlichkeit kommt es gut an, wenn man so tut, als würde man den Banken wehtun. Am 12. Januar in diesem Hochhaus tut man den Banken nicht weh. Hier tagt der Baseler Bankenausschuss, das oberste internationale Gremium aller Bankenaufseher. Schlagzeilen dazu. Beschlossen wird eine sogenannte Leverage Ratio für Banken von 3%. Auf Deutsch, wenn Banken sich mit 100 Euro verschulden, dann sollen als Sicherheit nur 3 Euro Eigenkapital genügen. Eigenkapital, das sind Einlagen der Eigentümer oder Aktionäre. Diese unterscheiden sich von den Mitteln, die sich eine Bank geliehen hat, dem Fremdkapital. Nur 3%, so wenig Eigenkapital? Von der deutschen Finanzaufsicht wollen wir wissen, warum. Jedes mittelständische Unternehmen muss 30% und mehr eigene Mittel mitbringen, wenn es einen Kredit haben will. Aus meiner Sicht sind Banken oder sind Finanzinstitutionen andere Einheiten. Sie haben kein großes Anlagevermögen. Der Mittelständler wird seine Fabrikhalle dort haben, der hat seinen Maschinenpark, der hat seine Vorräte. Er sieht das ganz anders. Professor Martin Hellwig, einer der profiliertesten Ökonomen und Bankexperten im Land. Klarer Verfechter der Marktwirtschaft, aber kein Fan von Talkshows. Er sagt, die Banken brauchen sehr viel mehr Eigenkapital als heute. Warum? Höhere Eigenmittel heißt nicht nur, dass die einzelne Bank robuster ist, sondern auch, dass die einzelne Bank weniger heftig auf Verluste reagiert und die Ansteckung über die Märkte viel schwächer ist. Wenn eine Bank sich zu 98% mit Schulden finanziert, muss sie einen Verlust von nur 2% machen, 2,1% machen. Und dann ist sie insolvent. Und die Allgemeinheit, wir Steuerzahler, müssten einspringen. Doch solche Vorschläge, die so einfach zu beschließen wären, scheitern bereits an der Finanzaufsicht. Mit einer interessanten Begründung. Wenn Sie von einer Eigenkapitalquote von vielleicht 3, 5% auf 20 oder 30, sind ja Zahlen, die im Raum sind, gehen, dann muss dieses Eigenkapital jemand aufbringen und jemand muss auch natürlich das bezahlen. Und das bedeutet, dann würden Kredite deutlich teurer. Über solche Schützenhilfe kann sich die Finanzwirtschaft nur freuen. Und wenn hier in Brüssel über Bankenregulierung gesprochen wird, sind oft mehr Lobbyisten im Raum als Parlamentarier. Die gemeinwohlorientierten Experten, die gibt es hier kaum, weil es eben wenig organisierte Gemeinwohlinteressen gibt. Es gibt jetzt Finance Watch, was wir mit auf den Weg gebracht haben. Ansonsten gibt es hier noch eine Person bei den Konsumentenschützern und eine halbe Person bei den Gewerkschaften und etwa 700 Finanzmarktlobbyisten. Das sind die Kräfteverhältnisse hier. Und in Berlin sieht das nicht viel besser aus. Da fällt es leicht, Forderungen nach mehr Eigenkapital und mehr eigenem Risiko abzuwehren. Auch bei der Jahrespressekonferenz der Deutschen Bank letzte Woche. Man fragt sich auch, was soll das Ganze? Und insofern sollten wir uns nicht von diesen extremen Positionen leiten lassen. Wir sind auf einem guten Wege, das, was der Gesetzgeber eingefordert hat, zu realisieren. Das Bankensystem war noch nie so sicher in Europa, wie es heute der Fall ist. Striktere Eigenkapitalanforderungen, gleich weniger Kredite, gleich weniger Wirtschaftswachstum.
Professor Hellwig kennt diese Argumente sehr gut. Es ist unanständig zu sagen, striktere Eigenkapitalanforderungen sind schädlich für Kreditvergabe und Wirtschaftswachstum, ohne über das vierte Quartal 2008 zu reden. Ein Einbruch, der damit zu tun hatte, dass die Banken sich zu viel mit Verschuldung und zu wenig mit eigenen Mitteln finanziert hatten. Banken mit mehr Eigenkapital. Wir Steuerzahler hätten in der Finanzkrise viel Geld gespart. Womöglich hätte es gar keine Krise gegeben. Aber solange die Politik nur so tut, als würde sie handeln, haben die Banken nichts zu befürchten.